Hallo, ihr süßen Puppis, willkommen zur aktuellen Nuttennachlese. Wie geht's denn los? Pass auf. Die Models, die Nutten, die hatten dann alle ein Casting mit einem absoluten couturigen Label, vertreten durch so einen blonden Struppentypen mit so einer Hasenscharte und so ein langhaariger Fotograf. Kim, die mit den kurzen Haaren, die war dann beim Casting und dann hat sie den Job leider nicht bekommen, weil sie nämlich kurze Haare hatte. Und dann war die so sauer. Dann ist sie wieder raus und meinte so eine Scheiße hier. Und Heidi hat mir gesagt, das mit den Haaren, das ist total gut und so. Und vertrau mir, ich bin die Heidi Klum und mit den kurzen Haaren wirst du so viel Erfolg haben. Was ist? Scheiße hier, ich hasse alle. Ja, selber schuld. Lara. Ach, Lara, alles eine Soße. Also Lara, das ist die mit dem riesigen Mund und den Zähnen, die ist in Flipflops zum Casting gekommen. Das fanden natürlich die Leute von der Couture-Mode überhaupt nicht gut. Und nochmal zur Couture-Mode, die haben natürlich schon alle Stars der ganzen Welt ausgestattet. Die sind mega angesagt. So, und die ist halt in Flipflops zum Casting, da musste dann irgendwie nochmal hohe Schuhe holen und so. Und dann war irgendwas. Dann war zwischendrin diese eine Rothaarige, die aussieht wie Lucy von den No Angels. Die hatte zwischendrin in so einem O-Ton, hatte die hier auf der Stirn so vier grüne Punkte. Und ich glaube, das sind Schaltflächen. Das ist Einschalten, Ausschalten, Reset und Zurückspulen. Praktisch. Die Mode von diesem couturigen Label sieht ehrlich gesagt aus wie, als ob du Strafgefangene bist in Nordkorea. Halt so Pyjama-Zeug und... ich weiß, dass 2016 wird das Modejahr des Pyjamas. Also Pyjama-Mode kommt jetzt auf den Catwalk. So, dann die mit dem Pony. Die hat so lange Haare und so ein Pony, die ist gleich raus, weil die haben ja gleich gesagt, du siehst zu ostlerisch aus. Arme Ostlerin. Die Prollschlampe hat dann das Casting gewonnen und bekommen. Ist natürlich hier die komische Elena C. Karrieretochter, die mit dem Mund, die immer so angekotzt aussieht. Die fand das natürlich total scheiße und so. Und dann sind sie wieder alle zurück in der Modelvilla gewesen. Und dann kam Tobias Hajo und Michael Michalski kamen dann an. Und dann haben die halt eine neue Challenge mitgebracht. Ganz, ganz, ganz unauffälliges Product Placement von Levi's. Und da mussten sie sich irgendwie da so Jeans-Couture aussuchen. Und da mussten sie so einen Walk neben dem Swimmingpool machen. Es sind immer alle schwanger von Thomas Hajo. Und wer nicht abtreibt, gewinnt. So, dann war das große Pyjama-Shooting mit dem Mega-Couture-Label in Sauna und was weiß ich mit der... mit der Prollschlampe, langweilig, und dann war nachts und dann hat Heidi gesagt, also natürlich nur im Off, weil sie war bislang noch nicht einmal zu sehen in dieser aktuellen Folge, und hat sie gesagt, ja, hallo, und ich habe mir jetzt was ganz Neues ausgedacht für die Nutten, und zwar, ich komme jetzt einfach mal ungeschminkt nachts ans Bett zu den Nutten und wecke die, und danach schlägt ihr Herz in einem anderen Takt. Nee, aber die wurden dann irgendwie geweckt von so Schauspielern, die irgendwie so Zombies darstellen und so. Ich habe keine Ahnung, was das soll. Anscheinend findet dann jetzt irgendwie so ein Horrorshooting statt, aber es ist jetzt erstmal Werbung. Der Fotograf von diesem Fotoshooting heißt Russell James. Der kam dann an den Wohnwagen von Heidi Klum, hat die abgeholt. Man sah ihn erst nur von hinten. Ganz, ganz ungepflegtes, langes Haar. Und der drehte sich um und der sah wirklich ein ganz ungepflegter, hässlicher Mensch. Und mit dem Haar, er geht zum gleichen Friseur wie Thomas Hajo. Nämlich zu gar keinem. Das Shooting war dann in so einer mega gruseligen Villa. Sah aus wie so ein Darkroom. Also ich habe da schon erwartet, Gynäkologenstuhl, Glory Hall, Sling, alles Mögliche. Und da mussten sie mit so einem Male Model, mussten sie halt dann in so Rüschennachthemden dann so mega edgy Horror-Shooting machen. Und Heidi war dann auch da, zum ersten Mal war dann da und hat dann auch betreut. Sie hat dann betreut und hat dann immer sowas gesagt wie, ja, ja, super, aber jetzt sei noch mehr gruselig. Du musst also nicht süß, nicht sexy,
Diesmal geht es darum, edgy zu sein und gruselig. Du musst mehr gruselig sein. Da mussten sie sich auf so einen Stuhl legen und mussten sich dann hier so riekeln. Es war mega, mega langweilig. Und dann war auch schon wieder Werbung. Was ich völlig vergessen habe zu erwähnen, ist, vor der ersten Werbepause war wieder eine ganz, ganz unauffällige Produktplatzierung. Und zwar, es war vor dem ersten Casting. Und dann mussten sich alle Nutten ganz, ganz zufällig und ganz spontan die Beine rasieren. Und zwar auch alle zusammen im Badezimmer mit Venus, Gillette, Vibrance, whatever, haben sie sich alle die Beine und die Schamlippen rasiert. Horror-Shooting weiter, da war Heidi total begeistert von so einer, ich weiß nicht mehr von wem, da hat Heidi gesagt, boah, das sah so intens aus, ja. Die Ostlerin, die war total gut, die Ostlerin, die mit dem Pony, die war total gut und Heidi war mega begeistert, weil das war mal was anderes und das war nicht nur so schreien, sondern das war der in dem Blick, da war so Horror zu sehen und so und Heidi fand das richtig, richtig toll. Und dann war auch schon die große, große Entscheidung. Mal wieder in der Wüste. Heidi hat vorher schon gesagt, das wird also wirklich was ganz, ganz Besonderes jetzt. Noch was ganz anderes. Haben sie so einen Catwalk wieder in Schwarz und Weiß aufgebaut. Da haben sie dann gleich unten im Bildschirm auch noch so eine Werbung eingeblendet. Und zwar ganz zufällig von Oreo, diesem Keks, diesem schwarz-weißen Keks. Schwarz-Weiß, ja. Wahrscheinlich hat auch Oreo dieses ganze Schwarz-Weiß-Thema gesponsert. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Und dann mussten alle Nutten mussten dann so einen karierten Bodysuit tragen. Mit Gesicht bedeckt. Also sie waren komplett eingebodysuited. Alle waren an diesem Tag wahnsinnig kleinkariert. Achtung, Witz. Und da mussten sie walken. Mussten sie walken. Und das total Witzige an dem Walk war, dann geht so eine Box auf und dann laufen diese komplett verhüllten Models, laufen dann da den Catwalk links, rechts, links, rechts, links, rechts, Pose. Und dann musste die Jury, muss dann erraten, wen sie da gerade vor sich sehen. Ja, und dann war auch schon wieder Werbung. Da ist der Putin, guck mal, Putin, sag mal hallo. Da ist er. Mein Hund ist da. Ja, was ist denn? Ja, der will zu Klausi. Mein Mann ist nämlich auch gekommen. So, wir machen jetzt noch kurz das Ende. Passt auf. Kim, die mit den kurzen Haaren, darf mit nach New York, so ein Special-Preis mit Heidi. Die darf dann mit zur EMFA-Gala, EMFA-Gala, EMFA. Und Elena C. darf auch mit. Und das war natürlich dann wieder mega Beef mit Elena C. und der Prollschlampe, weil die Prollschlampe es wieder total beschissen fand, dass jetzt halt die mit darf nach New York und voll scheiße und so. Mega langweilig, mega langweilig. Dann war Werbung. Dann waren... Putin, was ist denn? Komm mal her. Putin, was ist denn mit dir? Der ist so aufgeregt, der Hund. Was ist denn los, Schatz? Naja, gut. Der Hund ist aufgeregt. Der Hund ist aufgeregt. Der hat gerade irgendwie so Paarungszeit wieder. Und wenn Paarungszeit ist, gerade im Frühling, dann ist der wirklich immer mega, mega unentspannt. Ja, der Klaus kommt doch gleich wieder. Meine Güte. Putin. Und dann war Entscheidungswalk, dann war Luana, war Clarette und die mit dem Mund. Und Luana ist raus und die mit dem Mund ist weiter. Und damit war's das. Edit mich auf Facebook, Tumblr, YouTube, Google+, Instagram und Twitter. Und bis nächsten Donnerstag. Bye! Sharing is caring.